nichts anmerken lassen, es ist alles in Ordnung, es ist alles gut mit Rücken. Ja, hey, das ist so bei uns hier. Extremsport ist angesagt, jetzt kommen wir hier im Gossip. Haben ihr gelacht? Hey, das sind meine Gäste, die mich schon auslachen. Nein, also, jetzt kommen der Max Urban. Und der Siri, Gewinner von unserer Plan B-Box, TV-Box am Royal Festival. Es war eine klare Sache, muss ich sagen. Ich weiss auch nicht warum. Wir haben es angeschaut und gefunden, vielleicht hat der Rest einfach nur Sack gemacht. Aber bei euch hat es gut gedacht. Es ist eine Kombination, muss ich sagen. R&B, Beatbox, kommt gut. Wie sind ihr denn hier aufeinander überhaupt gekommen? Ja, wir kennen uns eigentlich schon länger. Und wir waren in der Royal Arena im Areal und ich habe ihn dort angetroffen. Zufälligerweise vor der Box. Und dann dachte ich, komm, also ich habe ihn gefragt, ob er Lust hat, dort reinzugehen, eine kleine Session zu machen. Und dann ist das gerade rein, damit wir es gesagt haben. Das war improvisiert, gewesen, oder? Das ist nicht einfach gestellt, wir haben das Lied vorher geübt, vorher drei Stunden. Ja, es war schon so, dass wir uns schon länger kennen. Etwas war, wo wir eigentlich einen Track, den wir auch schon produziert haben, aber einfach mal zum ersten Mal eigentlich so mal freestyle, so wirklich ohne gross Synthesizer mithilfe, einfach so a cappella gebracht haben. Okay, das heisst, ihr werdet jetzt wahrscheinlich zusammen eine Szene produzieren, irgendetwas machen, wo wir nachher auf unserem Tisch haben und können sagen, wir können nochmal einladen. Ja, ist eigentlich im Sinn schon passiert, wo dann auch bald rauskommt, Ende Oktober, habe ich ein EP-Release, Mundart R&B, wahrscheinlich etwas, das die Leute aus, noch nicht wirklich kennen. So. Ja, wird es ein paar Leute geben, von Bandit, Samurai bis zu Grio, wo wieder zurück ins Studio kam für mich, und Larry F., wo als Features drauf werden sie. Und ja. Also gut, ihr holtet alle zusammen und durch das entsteht nachher so. Ja, und zum Großteil halt auch von ihm produziert. Okay, gut. Das heisst, wenn wir schon davon geredet haben, wollen wir natürlich ein bisschen etwas hören, oder? Ich finde so, ich glaube normalerweise das erste Zeug, das ich live höre und sehe. Gesehen tut ihr gut, sehen gut aus, super. Nennt mich natürlich immer schlecht, aber jetzt fangen wir an. Also, bringt mal etwas. Ich esse ein bisschen in dieser Zeit. Yeah, Sie ist immer da, schon mein ganzes Leben. Begleitet mich, auch wenn ich nichts sage. Meine grösste Leidenschaft, das kann ich sagen, das kann ich sagen. Es ist geil und motiviert mich. Ob Rock, R&B, das ist mir gleich. Sing ein Lied für dich, um dir zu zeigen, was Musik ist für mich, yeah. Also! Kommt dann schon noch irgendwann. Ich würde sagen, das ist schon der Verdienst. Bei uns gibt es immer etwas für etwas. Also ich würde sagen, ich wünsche euch viel Erfolg. Und bis zum nächsten Mal, wenn ihr vorbeikommt. Merci, dass ihr da gewesen seid. Danke dir. Und ja, dann gut. Danke. Fresh. Also, weiter geht's für die Sendung. Glas Milch mehr jetzt noch. Ja, das wäre nicht schlecht. Ja, gibt's nicht. Das ist mir so. Herd immer drin. Brownie. Jetzt müssen wir nicht so tun. Es ist einfach etwas Schönes. Ich kann mir nichts Schönes vorstellen, als eingequetscht zu sein mit Skirennfahrern in einer Gondeline. Das ist wie in einer Sardinenbüchse eingeklemmt mit asexuellen, emotionslosen Gestalten. Und uns wird nachgesagt, wir sind fanatisch im Sport. Ja, wir haben für nichts anderes einen Gedanken. Eh nicht, das sind nicht wir. Also, wir kommen zum Wettbewerb. Ein Hey-Goodie-Bag gibt es im Wettbewerb von dieser Woche. Mütze plus T-Shirt vom jungen Schweizer Brand. Wer gewinnen will, schickt ein Mail mit dem Kennwort «Hey» an freestyle@startv.ch oder dann einen Fax an die ohne eingeblendete Nummer. In dem Sinn, «Hey»? Habt ihr verstanden? No? No? Gut. Gut. Die Franzosen sind noch viel besser. Die sagen gar nichts, die ganze Gondelfahrt ab 45 Minuten lang. Also, hey, ich würde sagen, nächstes Montag um 7 Uhr auf Start-TV. Dann können wir die Zunge, ich darf auf keinen Fall die Zunge. Also, 7 Uhr, immer einstellen, Freestyle. Und ich sage merci vielmals Bergbahn Saas Fee. Es war ein Sommer lang ein guter Park oben, obwohl Schneemangel. Und das darf man auch mal gesagt sein. Ich sage tschüss zusammen. We'll be right back.
nächste Mal im Freestyle wird geskatet. Der Vans Downtown Showdown hat nicht nur Tausende von Menschen vor Ort begeistert, sondern wird auch euch die Heime so richtig aus den Socken hauen. Freestyle am Montag am 7. natürlich hier auf Star TV.